Eine frische Woche. Mal gucken, ob es jetzt besser wird. Oh, wie kommt das Lesen uns nochmal durch? Ne, Explorer hat nichts gekauft, das hat nur gesprengt. Schon wieder Tank, wie die aus sich rausgehen. Doll. Hat nichts gekauft, okay. Oh je, oh je. Na klar, nur zwei da. Komm, mach, wir haben keine Zeit. Dann brennt die wohl ab. Jetzt haben wir Spitzenrate, aber keine Nachfrage. Pass mal auf. Ich sehe da was, was wir schon lange nicht mehr hatten. Plus. Die Nachfrage ist gestiegen. Das geht auch. Ich dachte, das ist so statisch wie der Kurs. Passend auf. Passend auf. Oh, wir haben Geld. Mir kaufe jetzt sofort was. Ah ja, klar. Ich habe erst hier drauf gedrückt und bin dann auf den anderen gegangen. Dann hätten wir nämlich jetzt mal 1 Million. Ich weiß, die Nachfrage ist jetzt momentan nicht so hoch. Aber das macht ja nichts. Explorer-Bande. Das war ja nochmal eine Zeitung. Gut, machen wir fertig. Habt ihr gesehen mit einem Plus auf dem Konto? Aber immerhin steht jetzt mal dort, dass mir was kam. Pass auf. Explorer kaufte 0 Quellen und einen Tag. Ja. Wir haben was gekauft. Wir sind noch im Spiel. Die haben nichts gekauft, das ist gut. Der American, sehr überrascht, hat wahrscheinlich auch nichts gekauft. So, in der Öl, was haben wir gemacht? Okay. Ja. Ist wahrscheinlich Alaska gleich voll. Jetzt beinahe schon wieder vergessen. Okay, wir haben noch nicht mal 1 Million Minis auf dem Konto. Ich habe das Gefühl, das wird ein guter Tag. Ach du Scheiße, mein Gefühl trübt. Ich helfe noch gerade noch Millionen zustande.
Wäre dafür aber am Plus. Das machen wir auch. Also ich denke mal, dass man dann plus. Dass die aber für jeder verkaufen. Pipeline bauen müssen. Man könnte aber spaßeshalber die schon gebohrt ist, benutzen. Eieiei, schon wieder so eng. Sind bloß. Könntest du auch noch Tank haben? Die Frage, reicht das Plus, um uns so Agents zu kaufen? Scheint ja nicht. Was machen wir? Mehr kriegen. So, wir machen einfach Feierabend. Gönnen uns ein bisschen Urlaub. Wir haben es ja. Ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Dran soll. Hat nichts gekauft. Da bin ich jetzt mal auf Interöl gespannt. Nur eine Quelle und ein Tank. Oh, Hanaxin! Hat Tank. Ist noch im Spiel. Ich meine, was braucht man Öl, wenn man mal Tank kaufen kann? Die wollen mich jetzt verarschen, oder? Nö. Dann hat sich der Monat ja gerade schon mal erledigt. Zack. Rate von 3. Oder Kurs von 3 von. Ich sehe nicht wahr. Gucken Sie euch an. Tja, ich habe alle möglichen schon abgeschrieben. Sie kommen dann doch zurück. So, dran soll. Okay. All American. Ah, der Quellkörper, ich glaube, ich brenne. Soll ich vielleicht nicht so laut sagen? Wie sind die denn jetzt nochmal zurückkommen? So, 1, knappe 2 Millionen. In der Snitter da alles kaputt gemacht hat. Läuft. Das versammeln wir jetzt. Pass nur. Ja, nicht nur alle Märchen kommen zurück.
So, ha, jetzt guckst du blöd. Wir haben hier ganz tolle Zahlen da oben stehen. Krass, oder? Jetzt ist die Frage. Sollen wir es noch irgendwo anders noch probieren? Konzession müssten wir uns kaufen können. Dann eine kleine Ölquelle, aber da kriegen wir wahrscheinlich kein Dings mehr zustande. Kein Tank. Aber wir können immerhin mal Konzession kaufen. Nur wo? Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist jetzt eine gute Frage. Die könnte günstig sein. Komm, wir riskieren es. Das reicht wahrscheinlich nicht für Tanker. Aber die ist dafür schon gebohrt. Denke ich. Eins reicht nicht für den Tank. Tschüss. Gehen können. Okay, was passiert denn, wenn man Ölquelle hat, aber kein Dings? Wo brennt's? Ah, Golfrücken. Knapp dran. Finden wir es raus. Explorer kaufte eine Ölquelle. Ja. Müsste jetzt noch ein Tank dabei stehen. Kauft null Quellen. Null Tanks, okay. All American. Ich habe keine Quelle gekauft und keinen Tank. Ich gehe aber mal davon aus, dass meine Kohle an Dings gegangen ist. An All American. Okay. Also mir hat keiner was gehabt. Das ist schön. Die Parmise, die dürfte mal eigentlich ja bestimmt kriegen jetzt. Sechs. Das reicht auf jeden Fall, um dran zu kaufen. Vielleicht reicht es, ne? Es reicht auf jeden Fall für Spion. Ein Detektiv natürlich.
Wie meine Stimmung schon wieder besser ist. Heide Witzka. Schon wieder so knapp. Hätte gehen können. So, gehen wir einen Tank kaufen. Gerade sehr wichtig. Die Frage ist. Oh, der war doch für ein Billigchen. Egal. Kann man denn mal schauen, wie der Preis in Dings ist? In Mittelamerika. Rein so aus Neugier. Müsste man können. Oh, schon nicht gesehen. Ich kreditiere dazu. Oh ja, jetzt könnte es gleich rund gehen. Das könnte jetzt spaßig werden. Aber zuerst Herr Spion ans Telefon. Im Moment hat es zwar anscheinend keiner auf mich abgesehen, aber das ist mir jetzt mal gerade egal. Rate von 19. Könnt ihr euch das vorstellen? Explorer kaufte einen Tank, das ist gut. Ah, der Marker. Von American? Nichts kaufen, aber die haben jetzt wieder ein bisschen Geld. Da kommt wieder was. Hinter euch? Ah, oh, schon wieder Tanker. Das wird lustig. Falls die Rate dazu in etwa so bleibt. Sieht's hier aus? Nö. Leckt mich am Arsch. Hören das. Nette Burner. Aber wir haben ja noch Zeit. Wirklich was passieren dürfte uns ja eigentlich nicht. Würde ich mal so behaupten. Gucken wir mal, wir waren mal drüber. Geil, Scheiße. All American ist tatsächlich wieder am Kommen. Hätte ich nie damit gerechnet. Echt, dass die nochmal an den Start kommen. Ich hätte auch nicht gedacht, die sind am Arsch. Wie sieht es da jetzt mittlerweile aus?
Südamerika, Nordamerika, Bilder. Die gibt es ja gar nicht mehr. Europa, Golfregion, Indochina. Okay. 63.000. Man könnte auch mal gucken. Tatsächlich, Nachfrage ändert sich. Okay, das ist auch mal wichtige Information. Bisschen Angst habe ich schon. Geiler Liefervertrag für Alaska, das wär's jetzt. Oh nein. Oh nein. Und das, obwohl wir so Fuzzi am Start haben. Meine Fresse, ey. Wieder. Boah, leck mich aber. Aber tatsächlich, das mit der Nachfrage, das steigt. Das ist hochinteressant. Da hat man so Detektiv. Und was ist? Nichts ist. Der Arsch getreten wird mal. Mensch, Meier. Wir lassen es jetzt aber für die Woche kurzen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, Freunde.